Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventures Mystery Escape. Ja, wir sind heute bei Echo Bay, Kapitel 6 sind wir, glaube ich, unterwegs. Ja, guten Tag, Sir. Ich bin Detektiv Kate Gray. Suche einen Mitarbeiter namens Benjamin Lee, der hier arbeitet. Ist er in der Nähe? Sie haben ihn gefunden. Damit kann ich Ihnen behilflich. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, Sie suchen einer. Ganz ruhig, Darius. Das ist definitiv nicht unser Mann. Geht es um den Anruf neulich, dass mein Unternehmen untersucht wird? Wegen. Was war das? Oh ja, stimmt. Menschlichen Überresten wurden im Hafen entlang eine Lieferroute gefunden. Wir führen seit über 60 Jahren ein ehrliches Unternehmen. Uns das anhängen wollen, ist lächerlich. Uns das anhängen wollen, ist lächerlich. Ich weiß nicht, was ich Ihnen noch sagen soll. Nun, Sie könnten damit anfangen, uns zu erzählen, warum ein Mann, der einen Lastwagen fährt, der unter Ihrem Namen registriert ist, heute zu Detektiv Gray Feuer eröffnet hat. Oh Gott, Luca. Auf was hast du dich da eingelassen? Luca? Luca Pettel. Oder Petel? Er ist gemeinsam mit mir Eigentümer dieses Unternehmens. Unser deswegen sind auf meinen Namen registriert. Der Boote laufen unter seinen Namen. Hat sich Luca in letzter Zeit verdächtig verhalten? Irgendetwas, das wir sollten? Irgendetwas, das wir sollten? Okay. Schwer zu sagen, der Typ ist nicht gerade ein offenes Buch. Sehr zurückgezogen, um ehrlich zu sein. Er war schon immer so. Wir haben die Firma von unseren Vätern geerbt. Die beiden waren enge Freunde, aber es ist schwierig, mit einem Mann wie Luca befreundet zu sein. Sie haben erwähnt, dass die Boote unter Lukas Namen registriert sind. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich umsehe, während mein Partner hier drinnen noch ein paar Fragen stellt? Überhaupt nicht, was immer Sie möchten. Ich werde Ihnen bei allem helfen, hier entlang. Okay? Dann gehen wir doch mal rein. Anscheinend gehen wir doch nicht ran. Anscheinend bleiben wir hier draußen. Ein Kran wird wahrscheinlich dazu verwendet, um Fracht auf Boote zu heben. Okay. Oberste Fach. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ein Messer. Klamotten. Fernrohr. Irgendwelche Schnipsel. Okay. Okay, das führt alles nur dahin. Kumpel. Captain Kate ist bereit, die Segel zu setzen. Das Signal. Satellitenschüssel prüfen. Ah ja. Satellitenschüssel. Sieht so aus, als hätte ein Satellitensystem des Bootes fehlt. Okay. Nur eine gewöhnliche Boje. Sieht so aus, als wenn ein Greifhaken am Ende fehlt ein Stück. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Fach, was wir damit aufkriegen. Würde man so meinen. Sieht so aus, als würde die Sonne untergehen. Ja, da ist ein Leuchtturm. Ja. Und was genau soll uns das jetzt sagen? Außer, dass da ein Leuchtturm ist. Jungs, bin ich mir alleine befangen. Okay. Die Satellitenschüssel ist anscheinend nicht da. Scheinbar funktioniert das Radar des Bootes nicht. Wenn ich herausfinde, wie ich es wieder online bekomme, können wir das Wasser darunter scannen. Sehen, ob sich dort unten noch etwas versteckt. Ja. Natürlich. Damit vielleicht? Okay. Damit. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der nach unten führt. Nein, doch nicht. Das ist ein Greifer. Den brauchen wir wahrscheinlich gleich, um da irgendwas aus dem Wasser auszufischen. Kartoffeln. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Ah, da ist noch ein Sternchen. Supi. Können wir hier am Tisch noch irgendwie was machen? Eine Boje, nur eine gewöhnliche Boje.
Ich kann das fast nicht ganz erreichen. Ah ja. Einmal aufmachen. Und noch ein Zettelchen. Okay, jetzt haben wir vier Stück. Sieht so aus, als ob alle diese Papierstücke, die ich gefunden habe, zusammenpassen. Ich sollte mir diese Notiz näher ansehen. Ja, dann sollten wir das doch mal machen, würde ich sagen. Leuchtturm. Ja, wahrscheinlich kommen da irgendwelche Zahlen bei raus. Leuchtturm. Was ist das hier? Reifen, Wald und ein S. Dann hätten wir hier den Strich. Hätten wir hier den Strich. Das wäre dann eine 6. Hätten wir hier die Striche. Ich habe so das Gefühl. Was sind das für Symbole? Also das eine ist ein Leuchtturm. Tja, die Boje schwimmt in der Ferne. Das S, wofür steht denn das S? Leuchtturm. Die Reifen. Oder sowas ähnliches. Das sieht aber aus wie Reifen oder wie eine Säge. Wälder. Wald und ein S. Okay. Ich habe keine Ahnung. Es sind aber auch vier, also. Lukas Büro findet sich über der offenen Garage. Aber wie viel steht das S? Das könnte vielleicht auch eine 8 sein, aber warum überlappen die sich hier denn? Da ja auch, da überlappen sich ja auch alle. Ich habe keine Ahnung. Alleine befahren, die Tür rührt sich nicht. Tja. Da kommen wir nur dahin. Satellitenschüssel und diese komischen Bojen. Was hat das denn mit den Bojen zu tun? Kann mir das einer mal sagen? Oder vielleicht können wir hier noch irgendwie Fracht auf Boote ziehen. Okay, der leuchtet ja auch. Das ist ein Leuchtturm. Ja. Eins. Zwei. Oder das sieht aber tatsächlich so aus, als wenn der ganz normal blinken würde. Was könnte denn das S heißen? Der Wald. Wo finden wir denn hier im Wald? Das wird, denke ich, sehr, sehr schwierig. Okay, also wir haben eine Satellitenschüssel, die nicht funktioniert. Wir haben ein Schloss, was wir knacken müssen, was wahrscheinlich das Fass hier unten aufmacht. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Wir haben jetzt nur noch den Zettel und das Zehrenglas. Tja. Gute Frage, nächste Frage, ne? Da kann man aber auch nichts mitmachen mit den Reifen. Baumelt über dem Wasser, der Haken, baumelt direkt über dem Wasser. Ja, natürlich kostet das 10. Damit kommen wir also nicht weiter. Wir könnten also gucken, dass wir irgendwie. Das, obwohl das könnte eine Boje sein. Warte mal, ich muss mal ein kurzes Licht anmachen. Ich kann es sonst nämlich nicht schreiben.
Also, jetzt habe ich schon ein Stück. Warte mal. Wir haben ja zwei Bojen. Machen wir das mal so. Wir haben zwei Bojen. Wir haben drei Reifen. Drei Reifen. Dann haben wir hier zwei, vier Bäume. Und das S ist einmal vorhanden. 2, 3, 4, 1. Probieren wir das mal. 2, 3, 4. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn man die gar nicht übereinstimmen machen muss, sondern die einfach die alle drei zusammenfügen muss? Also dann wären wir ja bei 4. Das ist dann eine 9, würde ich sagen. Das würde ich sagen, ist eine 8. Das würde ich sagen, ist eine 7. 4, 9, 8, 7. 4, 9, 8 und 7. Okay, das geht auch nicht. Oh, warte mal. Was ist denn, wenn wir das anders sortieren? Wir haben ja 1, 2, 3, 4. Das heißt 7. Hola. Ich habe wieder die Musik vergessen anzumachen. 7. Dann haben wir die 4. Dann haben wir die 9. Ah. Okay. Muss man erstmal drauf kommen. Gut, was bist du? Garagenfernbedienung. Ah ja. Eine Satellitenschüssel. Die man da oben wahrscheinlich rauffahren kann. Na bitte. Der Radar sollte jetzt wieder online sein. Na, dann gucken wir noch mal. Scannen. Oh. Füll die richtigen grünen Kacheln basierend auf den angrenzenden Zahlen aus. Drücke auf die Kachel, um sie in grün zu ändern. Drücke erneut, um sie in rot zu ändern. Nummerierte Kacheln geben an, wie viele grüne Kacheln sich in den neuen Feldern befinden, die sie umgeben. Darüber, daneben, darunter, diagonal, die nummerierten Kacheln selbst. Oh Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Das Radarrätsel zu lösen, fülle die richtigen grünen Kacheln basierend auf der angezeigten Zahlen aus. Drücke auf die Kacheln, um sie grün zu ändern. Drücke, um rot zu ändern. Nummerierte Kacheln. Geben an, wie viele grüne Kacheln sich in den neuen Feldern befinden. Ach so. Ah ja. Ah. Okay, also in den neuen Fächern wären das ja 3, 1, 2. Drei, eins, zwei, das wären ja sechs. Also drei Route brauchen wir da. Oder nicht? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, grüne Felder. Ja. Gott. Aber das passt doch hier gar nicht. Das passt überhaupt nicht hier. Das sind ja nur neun Felder. Okay, ich habe keine Ahnung. Das sind zwei. Gut. Oder sind das denn rote Felder? Dass man hier rot machen muss? Okay, das wird absolut nicht mein Spiel. Sehr schön. Wie viele rote Felder das sein müssen?
Kacheln, die sich in neuen Feldern befinden. Viele grüne Kacheln, die sich in neuen Feldern befinden, die sie umgeben. Darüber daneben, darunter, diagonal oder die numerische Kachel selbst. Sehe Beispiel unten. Das heißt, hier rum müssten jetzt drei grüne sein, oder wie? Ich verstehe das Spiel nicht. Gut. Oh, Backe. Okay, das sind 0. 0 wären denn ja wohl rot, oder nicht? Was ist, wenn wir das da jetzt machen? So. Dann hätten wir die 1 da. Dann machen wir die rot. So, das sind 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee. Das muss ja rundherum sein. Also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehme ich an. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 3. 3. Ach nee, der müsste denn ja rot sein. 1, 2, 3, 4. Ach nee, doch, der 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der hier rot. Der wäre 2, der hier rot. Machen wir mal den ja auch mal rot. Das kommt aber, glaube ich, nicht hin. Weil der müsste ja 3 haben. Der müsste rot sein. Aber der hat auch viel zu viele dran. Müsste die 3 vielleicht. Dann hätten wir das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 rote. Nehmen wir mal den hier noch mit dazu. 2 grüne. Ach nee. 3, 4, 5. Der müsste 2 haben. Der 1. Der müsste ja 1 wieder rot sein. Der hätte 1. Der hätte 2. Der könnte so sein. Der müsste dann rot sein. Rot. Oder, nee. Das geht ja auch nicht. Bei dem. Der hätte denn ja 2 grüne. Der hätte 2 grüne. 1, 2, 3, 4, 5. Der hätte denn ja schon 5. Das heißt, der müsste denn ja auch rot sein. Der müsste denn ja auch rot sein. Und der hier auch. Weil der hat da oben ja schon 2. Das heißt, hier müsste dann wieder grün kommen. Der hat 1. Der müsste wieder rot sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Der müsste wieder rot sein. Ah, ja, okay. Jetzt passt das hier auch mit der 3. Gut. Der bräuchte 2. Das heißt, der müsste wieder rot sein. Und der müsste rot sein. Der müsste rot sein. Der hat schon 1. Der hat. Ah ne, der hat 3. Das heißt, der könnte rot sein. Der hat 3. Der hat 1. Das heißt, der müsste rot sein. Der müsste rot sein. Und den könnten wir hier einmachen.
Richtig?